Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren Teil von Let's Play FTL Faster Than Light. Wir spielen nochmal ein bisschen FTL und es gibt ja noch einige Achievements, die wir freischalten können. Und ja, jetzt haben wir mit den Crystal Cruisern gespielt und die letzten Achievements, die ich gerne freischalten würde, wäre nochmal mit der Basilisk. Der Grund dafür ist folgendes, es gibt also noch hier das eine Living of the Land, Sektor 8, ohne in einem Store irgendwas zu kaufen, Reparaturen sind in Ordnung. Das geht halt mit der Basilisk am besten, weil die hat einen Vierer Teleporter und die hat eine Defense Drone. Das heißt also, man kann auch den Endboss ohne Cloak relativ gut noch schaffen. Dann, also man kommt halt relativ gut durch, man braucht halt nicht unbedingt den Cloak, ja. Auf der anderen Seite wiederum mit der, mit der Necessio oder solchen Schiffen in der Richtung, da wäre es aber wahrscheinlich halt so, dass man irgendwann eine Defense Drone braucht, weil man mit dem Cloak alleine auch nicht so gut hinkommt. Naja, wir könnten es mal mit der Basilisk probieren, denke ich. Das ist natürlich dann ein bisschen heikel gegen diese ganzen Drohnen im, ihr wisst, was ich meine, ne? Ja, in der zweiten Stage. Ja, was gibt's noch? Wir könnten nämlich noch direkt mit der Basilisk ein zweites Teil probieren, nämlich dieses Boarding Objective Successful. Und zwar, man muss halt 4 gegnerische Crewmitglieder mit einer Boarding Drone töten. Das ist halt ultra, ultra schwer. Aber das Coole ist, wir hätten halt mit dem Ding schon direkt eine Boarding Drone am Start. Deswegen würde ich sagen, versuchen wir das heute mal. Und ich glaube, ich habe auch noch nicht gesehen, dass jemand dieses Achievement gemacht hat. Außer mit, ich habe es nur mal gelesen, dass es mit diversen Tricks irgendwie geht. Es ist halt ultra schwer. Naja, wir versuchen es halt mal. Also wir spielen heute auf der ISS Pickelschwanz und... oh nein, Pickelschwan hier. Ja, die englische Tastatur, die macht mir immer zu schaffen. Und ich habe es gerade zweimal hintereinander falsch gemacht. Jesus Maria. So, das trifft sich insofern ganz gut, weil ich noch 2 Leute auf meiner Liste habe. Also wir haben hier T-Woo-LP. Der wollte gerne mal dabei sein. Der ist heute der Captain. Und dann haben wir noch Milo. Der hatte sich auch noch mal angemeldet. Also Leute, wenn ihr dabei sein wollt, immer in die Kommentare schreiben. Ich wäre gerne beim nächsten Mal bei der Crew dabei und so weiter und so fort. Und ja, dann wisst ihr Bescheid, ne? So, wir haben jetzt hier ja den Vorteil, dass wir keine Waffen an Bord haben. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Ich würde sagen, wir starten direkt durch. Wir spielen natürlich auf normal. Und wir gucken uns mal gerade die Sektoren so ein bisschen an. Ah, und da fällt mir ein, ich muss mal gerade meinen Timer starten. So. Und jetzt gucke ich schon mal ganz kurz bei Fraps rein, ob ich auch das Audio mit aufzeichne. Jawohl, gut, gut, okay. Das ist nämlich wichtig, das mache ich nämlich nicht bei allen Spielen. Ich zeichne das immer nur bei manchen Spielen auf. Ja, Problem natürlich jetzt insofern, wahrscheinlich werden wir keinen Highscore kriegen. Ist nicht dein Ernst. Och nee, ne? Oder? Schaut euch das mal an. Das da ist aber ganz, ganz blöde Kaka-Pupu. Also wirklich. Du bist ja... Der Witz ist ja jetzt, wir können ihm eine Boarding Drone rüberschicken. Dann hätten wir folgenden Vorteil. Ich glaube, wir schaffen das hier sowieso nicht. Also wenn wir hier lebend rauskommen, Leute, der, also schaut euch mal an. Der hat einen Burst Laser Mark II. Der hat einen Single Laser und der hat eine Attack Drone. Und das Einzige, was wir jetzt versuchen können, ist noch die Defense Drone anzuschmeißen. Das sollten wir auch machen, damit die uns noch ein paar Asteroiden wegballert. Und hier hoffen, dass er von den ganzen Asteroiden weggeplättet wird. Oh, shit, Moment. Schilde ist ganz, 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 ganz böse. Schilde ist ganz, 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 ganz böse. Und wir reparieren ja so schön langsam mit den Mantis. Das ist nochmal super toll. Ja, das da wird ein kurzes Vergnügen, Leute. Ich sag's euch. Ja. Ich habe da auch gar keinen Bock mehr weiterzuspielen. Das ist einfach nur ultra übel. Warte mal, mach mal... Achso, ich kann auch gar nicht alle Türen aufmachen. Das wäre ansonsten irgendwie witzig gewesen. Hätte ich jetzt alle Türen aufgemacht. Ja, dann geht doch mal hier hin und sterbt einfach.
ja, Asteroiden fällt und dann hier der Ultra Rebel Scout, da haben wir keine Chance. Das können wir vergessen. Da lassen wir uns einfach mal zernichten. Ja, schade. Machen wir direkt nochmal. Das ist übel. Ja, aber ich würde auch sagen, das ist gar nicht so einfach. So, warte mal jetzt. Aber lass mich mal gerade überlegen, wenn ich jetzt hier hinfliege, das sieht so ähnlich aus wie vorhin, aber nur, ne? Da ist jetzt nicht nochmal dieser Typ, ne? Ja, ja, wollte ich gerade sagen. Das sah ja nur so ähnlich aus. Attack the Slaver Scum ist total useless für uns, weil wir können ihm gar nicht die Schilde wegschießen. Ja. Deswegen, du gehst mal hier auf den Teleporter. Und dann gucken wir uns mal noch hier so ein bisschen weiter um. Zivilsektor und jetzt hier so früh viele Sultans, das ist nicht gut für uns. Hier ist jetzt der Ultrawitz auch wieder. Wir können hier gar nichts großartig machen. Wir haben zwar eine Boarding Drone, wie gesagt, die wir halt benutzen können, um den Gegner irgendwelche Sachen kaputt zu machen, aber wir haben nichts, um diesen Typen komplett auszuschalten. Deswegen fliegen wir einfach mal weiter. Ich hätte jetzt gerne hier eingegriffen, aber naja. Ja, gehen wir mal hin. Wir kriegen Questmarker und wo ist denn der? Der ist da unten. Da wollten wir eh hin, also fliegen wir jetzt mal hierhin weiter. Gucken uns hier einfach mal ein bisschen um. Ja, lead them to their destination. Da kriegen wir halt zwei Questmarker. Ist auch in Ordnung. Da drüben ist ein Store. Da wollen wir aber nicht hin, denn wir dürfen hier nichts kaufen. Wir dürfen hier nur reparieren. Dann versuchen wir jetzt, möglichst schnell unten lang zu fliegen und dann durch den Nebel zu kommen. Und vielleicht schaffen wir da irgendwie noch was. Ja, das ignorieren wir. Das bringt uns nämlich gar nichts. Dann fliegen wir jetzt... lass mich gerade gucken. Ah, da kommen wir hin. Wunderbar. Eins, zwei... Dann haben wir noch 3, 4, 5, 6, 7. Das müsste eigentlich hinkommen von den Jumps. Aber wir können auch hier runter. Ja, wir gucken mal. Wir gucken einfach mal. Ach ja, da schau mal einer an. Der will eh abhauen. Dann ist es also egal. Dann kannst du doch aber mal zumindest hier in den Antriebsraum gehen. Vielleicht kriegen wir hier so ein ganz klein bisschen Evade. Und warte mal, du gehst mal in den Schildraum, weil da müssen wir ja eh aufladen. Ach nee, jetzt habe ich es ja total verrafft. Ja. Das ist ja Pupes. Das ist ja Pupes. Das bringt uns ja gar nicht weiter. Nicht ausgewichen. Gut, dann gehst du hin und hilfst beim Schilde aufladen. Aber der will doch weg, der Typ. Gut. Wunderschön. Ja, also automatisierte Rebellen-Scouts sind halt problematisch, aber das ist das einzige Schiff, das von Anfang an eine Defense-Drone hat und die sollten wir deswegen benutzen, weil wir dann wenigstens noch ein bisschen Asche machen können. So, dann fliegen wir mal zum ersten Questmarker, gucken uns das mal an. Oh, unsere Schilde sind noch gar nicht aufgeladen. Nein, ein automatisierter Rebellen-Scout, das ist ja jetzt aber mal ein Ding. Dann würde ich sagen, weil der uns nichts anhaben kann, trainiere ich hier jetzt mal gerade meine Crew ein bisschen auf Evade und so weiter und so fort. Wobei das eigentlich eher... Nee, warte mal, das ist eher Verschwendung. Denn mit den Mantis müssen wir ja auf jeden Fall irgendwie boarden. Das ist ja für uns irgendwie interessanter nur, wenn wir hier... was wollte ich sagen? Das ist für uns eigentlich interessanter... Wenn wir eine normale Crew haben, so wie Menschen oder Engie oder irgendwie sowas, weil mit denen werden wir ja nicht boarden. Oder Sultans zum Beispiel. Naja. Ist natürlich ansonsten immer gut, wenn man halt auf so ein Schiff trifft, weil da kann man schon einiges, da kann man halt schon einiges trainieren, eben weil der Laser halt so schwach ist. Und wir haben zwei Schilde, da könnte man jetzt echt ein bisschen trainieren. Da sollte man aber vielleicht vorher dann doch nochmal den Antrieb irgendwie upgraden oder sowas. Naja, egal. So, einmal hier runter, hier runter, hier runter, hier runter und dann zum Exit. Denn wenn wir im Nebel sind, dann sind die Rebellen in der Regel langsamer und dann können wir da ein bisschen mehr machen. Achso, wir dürfen ja auch keinen Sprit kaufen, fällt mir gerade so ein. Oh, das hier wird jetzt eine interessante Sache. Das ist nicht dein Ernst, ne? Der hat einen Raketenwerfer dabei. Ja, das ist halt extremst übel. Okay, pass auf, wir machen es folgendermaßen. Das mit dem Event, das ist mir hier jetzt mal gerade scheißegal. Wir gehen ganz schnell auf den Teleporter. Und greifen ihn hier im Waffenraum an. Oh, das ist das sind dann auch noch Rockmen. Ja, das ist natürlich optimal, ne? Ich glaube, wir werden jetzt... warte, dann machen wir Folgendes. Machen wir alle Türen auf. Wir wenden nämlich jetzt hier alles.
Ja, das müssen wir deswegen machen. Wo ist denn jetzt hin mit denen? Dann soll er mal gerade das Feuer löschen. Ja, nee, warte mal. Aber hol mir dann doch mal gleich hier meine Jungs zurück. Und die Medbay machen wir mal auch noch zu. So, jetzt gucken wir noch mal gerade. Wir können den immer noch nicht angreifen. Ist nicht dein Ernst, ne? Ja, dann holen wir den jetzt mal gerade zurück. Gehen direkt hier in die Medbay rein. Denn wenn die, wenn dieser Plasmasturm, was weiß ich, was das jetzt ist, wenn der uns nämlich erwischt und unsere Jungs trifft, dann ist das gar nicht gut. Okay, unsere Sensoren sind ausgefallen. Damit kann ich irgendwie noch so halbwegs leben. Ne, machen wir die Türen zu. Aber der kann ja momentan gar nicht abhauen. Gut, dann gehst du mal hier hin. Wir machen hier wieder alle Türen auf. Ja, also diese... Das Problem ist momentan für uns wirklich... Er ist jetzt gerade dabei, seine Schilde zu reparieren, ne? Ist kein Quatsch, ne? Ja, warte mal, mach mal gerade. Wir müssen nochmal hier alle Türen öffnen. So. Wo machen wir die Tür zu? Hier. Und hier. Es ist jetzt natürlich riskant, aber wir können es uns auch eigentlich leisten. Ne, warte mal, du bleibst mal hier. Im Cockpit. Dann können wir nämlich den Antrieb gerade schon mal ein bisschen hochfahren. So, jetzt greifen wir den da an und dann haben wir das Schiff da gleich ausgeschaltet. Gut. Waffenraum, aber das ist nicht so dramatisch für uns. Wir gehen mal da oben hin, da ist noch ein bisschen Sauerstoff drin. Ah, jetzt können wir den Typen zurückholen. Ja, wunderbar, perfekt. Okay, wir machen alle Türen zu. Wir können jetzt wegjumpen. Zum Questmarker zum Beispiel, ne? Guck mal hier, du kannst ja mal so gerade nach den Sensoren schauen. Jetzt müssen wir weg. Wir brauchen unbedingt einen NG. Wir brauchen unbedingt einen NG. Wir dürfen nichts kaufen. Ne? Ich glaube, wir dürfen... Ja, wir dürfen gar nichts kaufen. Okay, also insofern gehen wir mal hin und reparieren zumindest ein bisschen. Aber wir haben gar keinen Hüllenschaden genommen. Das war eigentlich schon ziemlich fett. Das war eigentlich schon ziemlich fett. Also, oh, ich schenke mir mal gerade hier so einen Überlebenskaffee ein. Das ist, glaube ich, habe ich noch Kaffee? Ja, ich habe noch Kaffee. Oh, super. Ja, das ist, glaube ich, recht wichtig für meine Begriffe, dass wir da keinen Hüllenschaden genommen haben. Denn wir müssen wirklich mit unserer... Wir müssen wirklich auch mit unserem Budget haushalten. Wir müssen ja gucken, dass wir unsere Schiffssysteme so gut wie möglich upgraden können. Und wir müssen schauen, dass wir halt... wir müssen schauen, dass wir Fuel irgendwo herbekommen. Da fällt mir auch gerade gar nicht ein, wo kriegen wir denn Fuel her? Man kann wahrscheinlich bei diesen fliegenden Händlern, die es hier gibt, die hin und wieder mal Fuel verkaufen, da kann man doch bestimmt mal was abstauben, denke ich. Tja.
Wir müssen uns irgendwas überlegen. Wir müssen gucken, dass wir einen Engie-Sektor finden oder irgendwie sowas, denn da kriegt man ja häufig mal so Items irgendwie. Was müssten wir upgraden? Die Schilde, das ist eigentlich super. Die Türen wäre vielleicht nicht so schlecht, wegen Brandgefahr. Die Sensoren wäre nicht so schlecht, wegen dem Boarding. Dann hätten wir 45 ausgegeben. Wo gehen wir hier hin? Wir warten mal gerade, bis unser Fuel wieder... bis unser Sauerstoff voll ist. 1, 2, 3. Naja, den Exit, da müssen wir gegen dieses Rebellenschiff am Ende kämpfen, aber da kriegen wir dann wenigstens auch ein Fuel für. Da gehen wir dann quasi einen Drone-Part aus. Ja, dann machen wir das so. Evade ist wichtig und Schilde sind wichtig. Aber vom Evade haben wir momentan nichts, solange wir noch kein drittes Crewmitglied haben. Deswegen würde ich sagen, dann sparen wir doch auf die Schilde Level 3 direkt. Ja, das müssen wir machen. Und wir müssen gucken, dass wir irgendwo Crewmitglieder herbekommen. Schwarzmarkt-Waffenhändler. Den greifen wir aber an. Jawohl. So, und du gehst mal direkt hier in den Waffenraum. Oh, das ist ein Mantis und ein Engie. Nein, ist nicht dein Ernst. Ach du meine Fresse. Dann geht mal ganz schnell hier in die Map weg. Ja, Killshot kriegen wir nicht. Dann, wisst ihr was? Dann warten wir jetzt quasi mal gerade ab. Oder warte. Wir holen dich mal gerade da raus. Denn du musst dich mal ganz kurz heilen. Wir brauchen die... Okay, wir brauchen dann also die Boarding Drone. Wir sollten gucken, dass wir den Typen hier auf jeden Fall irgendwie erledigen. Unser Problem... Okay, er attackiert den Sauerstoff. Den müssen wir noch... Ja, den müssen wir natürlich wieder reparieren vorher. Nein, der hat uns echt jetzt getroffen. Der ist ganz schön schnell, der Bursche. Und wir haben ein Feuer in der Medbay. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Vielleicht sollen wir einfach warten, bis er keine Bomben mehr hat. Ich meine, er macht ja keinen Strukturschaden mit den Bomben. Aber das da geht mir jetzt auf den Wecker. Sag mal, du dumme Nuss. Der... Ja, jetzt haben wir noch ein... Haben wir da jetzt ein Feuer im Schildraum? Ach du meine Fresse, die Medbay brennt ja lichterloh. Wir kriegen die nicht gelöscht, ne? Dann machen wir das folgendermaßen. Ja, dann müssen wir jetzt hier wenden, ne? Das ist ja echt übel. Ach du meine Fresse. Das könnte jetzt aber wieder kitzlig werden hier. Ach du meine Fresse! Sag mal, der trifft uns ja permanent hier. Wir haben ja null Chance gegen den. Meine Güte. Ist jetzt halt auch, ja, jetzt noch das Türensystem getroffen. Perfekt. Ich glaube, das überleben wir nicht mehr. Denn, ja, das überleben wir nicht mehr. Das ist echt übel. Aber warum hat denn uns der getroffen? Wir haben zwei Schilde. Er hat ja nicht die Schilde direkt attackiert. Die Drohne hat zu schnell geschossen. Aber wieso? Aber lass mich schon mal gerade überlegen. Wir müssten ja erstmal jetzt das Türensystem reparieren. Das geht nicht. Weil wir da kein... Nee, das können wir so schnell nicht reparieren. Mm-mm. Nee, wir sind tot. Wir sind tot. Wir sind tot. Oder haben wir noch eine Chance? Lass mal gerade überlegen. Also ich wollte ja ursprünglich hingehen und
einfach nur das Sauerstoffsystem reparieren. Und dann hatte ich das Feuer in der Medbay, was ich nicht reparieren konnte. Jetzt musste ich die Schilde reparieren. Aber wir können ja, wir könnten noch irgendwo hinjumpen, aber unser Türensystem wird ja nicht repariert dadurch. Ist das richtig? Gibt es das, dass irgendwelche, wir könnten, wenn wir ein Crewmitglied finden, es dahin schicken, um das Türsystem zu reparieren? Aber dadurch, dass er da jetzt natürlich mit dem Laser reingehämmert hat, nein, wir haben keine Chance. Ich sehe es nicht. Also wir können den die Schilde reparieren, wenn ich das richtig beobachte. Der ist einfach zu schnell mit der... Ich weiß nicht, was der für eine krasse Drohne hat, aber die Drohne ist einfach so krass. Oh, halt, stopp. So. Jetzt haben wir noch Feuer im Antriebsraum. Das heißt, wir können auch nicht mehr den Antrieb reparieren. Ja. Nee, dann opfern wir jetzt mal hier unsere Crew. Dann müssen wir es nochmal neu starten. Aber ich habe kein Problem damit, jetzt hier öfter zu restarten. Ja, ist kein Ding. Das ist nicht so schlimm. Ich ärgere mich nur gerade ein bisschen. Aber das war ein übles Schiff mit 3 Besatzungsmitgliedern, der Angriffsdrohne, der Bombe und noch dem Heavy Laser. Das ist schon für den Zivilsektor ziemlich böse. Also wir brauchen da schon ein kleines bisschen mehr Glück, wenn wir da durch wollen. Und naja, wir brauchen halt natürlich auch Crewmitglieder, ist ja ganz klar, ne? Okay, wir greifen ihn hier im Cockpit an, würde ich sagen. Gucken wir mal, was er hat. So, ich mache jetzt folgenden Vorschlag. Wir schicken die Leute hier runter, wenn wir nämlich hier im Waffensystem angreifen, dann schickt uns jetzt erstmal hier den Mannequin rüber. Genau, und jetzt erst den Typen. Und dann kriegen wir das hier locker gebacken. Nein, der hat noch ein Engie. Was geht denn ab? Sag mal, warum haben die immer 100.000 Leute dabei? Das ist doch nicht dein Ernst. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Jedes Schiff hat mindestens 5 Leute an Bord, oder was? Ach du meine Güte. Ja, ich hätte ja ansonsten vorhin gerne irgendwie ein Crewmitglied gekauft in dem Store, aber das dürfen wir ja nicht, ne? Boah, den Engine, den machen wir aber schnell weg. Sehr cool. 3 Fuel, das ist auch wichtig. Wir brauchen viel Fuel. Wir brauchen Glück. Wir müssen nach Möglichkeit immer den Leuten Fuel abziehen. Okay, dann fliegen wir hier hoch und dann da runter und dann darüber. Ja, irgendwie oder so. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das ist von den Jumps in Ordnung. Ja, dann fliegen wir direkt weiter vor. Mhm. Okay, da können wir jetzt eingreifen, denke ich. Gut, sie greifen uns an. Ach, das ist wieder, ja, das ist ja jetzt wieder vom Aufbau her, ist das ja jetzt schon wieder so eine üble Kiste. Der hat auch wieder diesen schweren Laser dabei. Dann mache ich jetzt folgenden Vorschlag. Wir warten erstmal, bis er keine Raketen mehr hat. Und dann gehen wir hin und benutzen eine Boarding Drone. Schaut euch mal an, wirklich wie schnell der Typ ist. Dann brauchen wir einen Schildraum, damit die Schilde schneller aufladen. Seht ihr, das ist ja nur eine Drone Mark 1, aber die ist ultra schnell. Die ist doch viel schneller als alle Mark 1 Drohnen, die ich hier in meinem Leben hatte. Das ist krass. Also wir brauchen hier auf jeden Fall die Boarding Drone zuerst. Und das heißt, wir müssen warten, bis er keine Raketen mehr hat. Gut, okay, wir versuchen es so rum. Okay, solange wir auch jemanden an den Schilden haben,
geht's ganz gut. Er hat jetzt auch keine Medbay am Start. Das heißt, wir dürften das eigentlich schaffen. Zum Glück hat er da jetzt nicht unsere Schilde getroffen. So, komm jetzt. Aber viele Raketen kann er nicht mehr haben. Ich würde mal sagen, noch zwei und dann müsste das... Dann müsste es das gewesen sein. Wow. Er hat unser... Der hat uns schon wieder getroffen. Das ist ja echt nicht wahr. Mit einer popligen... Jetzt hat er mir noch die... Okay, wir müssen warten, ob er noch eine Rakete hat. Ne, er hat keine mehr. Gut, okay. Dann machen wir das jetzt folgendermaßen. Sollen wir die Boarding Drone schon mal vorschicken? Ne, ich würde sagen, wir warten, bis wir das Cockpit repariert haben. Okay. Und dann nehmen wir jetzt unseren Typen hier auf die Boarding-Plattform, schicken jetzt die Drohne los. Und dann gucken wir mal. Ja, keine Medbay. Oh, meint ihr, wir können hier das Ding schaffen mit den... meint ihr, wir können hier das Ding schaffen, wo wir die vier Crewmitglieder mit der Drohne killen? Lass mich mal kurz überlegen. Der hat ja noch... der hat ja noch diese Repair-Drones irgendwie, aber ich glaube, die zählen nicht als... also diese System-Repair-Drones, die zählen noch nicht als Crewmitglieder, oder? Oder zählen sie als Crewmitglieder? Wir gucken mal. Ich bin mir gerade nicht so sicher. Aber das Problem ist doch... Nee, das Problem ist sowieso... Okay. In dem Moment, wenn wir sein letztes Crewmitglied getötet haben, dann würde er doch eh hingehen und dann haben wir das Schiff ja schon direkt besiegt und es kommt gar nicht mehr zu diesem Event. Mit der, es kommt gar nicht mehr zu diesem Event, dass wir hier noch ein Crewmitglied wegplätten sollen. So, Milo hat übrigens gerade schon seinen Skill bekommen für den Antrieb. Das ist doch mal recht gut. So. Wir machen alle. Wunderbar. Ein Drone Part, zwei Raketen war nicht gut, aber wir kriegen vier Fuel von dem anderen. Ein bisschen Scrap. Das ist okay. Wir bräuchten eigentlich noch ein Crewmitglied. Wir brauchen auf jeden Fall Crewmitglieder. Das ist nicht so einfach. Das ist wirklich nicht so einfach. Wir haben eine ganze Menge Scrap, aber wir dürfen ja auch nichts bei dem Store kaufen. Ah, Mann, Mann, Mann. Das ist echt nicht einfach. Aber ich würde sagen, wir stecken den ersten Scrap, den wir kriegen, den stecken wir in die Schilde. Pirat. Der würde uns sogar drei Fuel geben, was ziemlich cool wäre, aber... wir wollen ein Held sein und greifen den Piraten an. Und das machen wir folgendermaßen. Sollen wir erstmal seine Waffensysteme angreifen?
Nee, wir machen das folgendermaßen. Komm, hier, geh mal hier rüber. So. Greifen den hier direkt hier oben an. Oh, er hat einen Mantis dabei. Das ist natürlich gefährlich. Eine Firebomb. Ist nicht dein Ernst. Firebombs sind ja jetzt wirklich schon voll der Tod für uns, oder? Meiner hat noch 29, müsste also schneller sein als der andere. Aber ich würde sagen, ihr tauscht mal gerade Plätze. Okay, das ist der Sensorenraum. Das tut nicht weh. Wobei wir die Sensoren jetzt wieder abschreiben können. Milo mit 18 zu 13 und Will mit 10 zu irgendwas, zu 46. So, auf. Milo geht einfach mal hier rüber. Gut, da war ein Killshot dabei, sehr schön. Okay, nice. Moment, ich muss mal kurz Pause machen. So, okay, also das ist jetzt, was wir gefunden haben, ein Waffenhändler, ne? Und die Frage wäre jetzt für mich, zählt das dann, wenn wir bei dem was kaufen? Ich würde sagen, ja, das dürfte was zählen, wenn wir da was kaufen. Wobei ein Drone Recovery Arm und Long Range Scanner jetzt schon sweet wären. Da Reparaturen in Ordnung sind, würde ich sagen, lassen wir es trotzdem. Und teleportieren uns jetzt einfach nur zurück. Und dann dürfte sich die Sache mit dem Feuer jetzt erledigt haben. Und dann gucken wir mal, sieht denn das so sauerstoffmäßig hier aus? Okay, alles klar. Dann heilen wir uns mal hier. Wir müssen gucken, dass wir ein paar Sklavenhändler treffen. Wir brauchen unbedingt Sklavenhändler. Wir brauchen ein besseres Türensystem. Ich ärgere mich immer noch über die Situation von vorhin, als wir gegen dieses Rebellenschiff mit den drei Besatzungsmitgliedern und der Medbay gekämpft haben. Das war einfach OP für so ein kleines Schiffchen hier. Und also wir müssen halt echt schon, ich würde sagen, wir müssen in diesem Let's Play wirklich die Zivilsektoren abklappern, damit wir überhaupt eine Chance haben. Ich sehe da sonst nicht viele Alternativen. Das ist jetzt natürlich, ja, das ist jetzt wieder perfekt, ne? Aber okay, gut, wir gehen hin und Frage ist, nehmen wir die Evade-Funktion wahr oder die Schilde? Ich würde sagen, Evade ist wichtiger. Ja gut, da können wir jetzt, okay, da sind wir jetzt relativ safe. Da können wir einfach warten, bis er von den Asteroiden zerbombt wurde. Ja, und wenn ich dann mit dem Sektor durch bin, dann mache ich dann einen Cut. Wunderbar. Ein Fuel nur. Oh, das ist nicht viel. Wir können jetzt hier nur den Shield Recharge Skill trainieren und das Ausweichen und so durch die Asteroiden, aber das ist jetzt, glaube ich, nicht zielführend. Sollen wir uns mal den Distress Beacon angucken? Ich sag mal ja. Weil wir müssen, glaube ich, doch recht viel mit diesen Distress Beacons arbeiten. Tja. Also, try to dislodge the ship by shooting at the rocks. Ja, da haben wir jetzt natürlich den Jackpot dann geknackt, weil wir noch nicht mal Waffen dabei haben. Deswegen sagen wir hier realistischerweise, also wir könnten eins sagen. Aber wir sind jetzt mal fies und sagen Nummer 2. Und jetzt müssen wir kämpfen. Der hat eine Beam-Drone, das ist nicht so gefährlich. Der hat sowieso nur Beams am Start, das ist gut. Er hat keine Medbay. Okay, dann gehen wir mal in seinen Waffenraum. Oh, ein Sultan.
Den dürften wir schnell beseitigt haben. Okay, super. Ein Drone-Part kriegen wir noch. Okay. Wir holen uns jetzt mal die zwei Schildpunkte. Als nächstes holen wir uns dann, denke ich mal... Ja, was holen wir uns denn als nächstes? Türensystem, würde ich vorschlagen. Das könnte recht wichtig sein, weil wir doch mit der Crew noch ziemlich schmal dran sind. Naja. Nein, we will never surrender one of our crew to slavers. Und der hat auch nur Beamwaffen, das ist doch schön. Dann schickst du nur die zwei hier ins Cockpit. Oh, ein Mantis. Oh, und der hat schon direkt reingehauen. Au, 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 au. Okay. Wir gehen in einen anderen Raum. Ah, der Mantis rennt jetzt natürlich hier hinterher, ne? Wir müssten es packen. Wir sortieren mal gerade unsere Crew ein bisschen um. Optimal. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut, ja. Den schaffen wir. Es ist nicht einfach gewesen, aber es hat geklappt. Okay, und ein Sklave tritt jetzt unserer Crew bei und das ist doch mal sehr geil. Es ist mit Roper, einem Menschen, ist es natürlich nicht wirklich so gut, aber es ist auch besser als nix. Also, was wäre jetzt die beste Option gewesen? Ich glaube, die beste Option jetzt wäre ein Angie oder noch ein Mantis gewesen. Also von den Crewmitgliedern, die man dann auch wirklich bekommen kann, aber das ist gut gelaufen eigentlich. Das ist eigentlich gut gelaufen. Okay, wir fliegen hier runter. Und danach ab durch den Nebel. Zwei Fuel für fünf Raketen. Ja, ne, definitiv nicht. Okay, es geht ab hier hin. Jetzt können wir dann auch demnächst mal unseren... Komm, wir sind heute wagemutig und wir kriegen eine Defense Drone Mark 1, eine zweite. Aber die können wir dann immerhin mal verkaufen. So, können wir hier ein Schiffs-Upgrade durchführen? Das können wir. Dann pushen wir unseren Antrieb ein bisschen. Ja, zu dem Store will ich ja nicht dann fliegen. Oder doch könnten wir, weil wir die eine Defense Drone verkaufen könnten. Moment mal bitte. So, okay, da bin ich wieder. Also wir haben jetzt Eindringlinge an Bord und sie wollen in unseren Pilotraum und wir werden sie jetzt in der Medbay bekämpfen. Und warte mal. Du gehst mal auch noch hier hin, aber wir machen schon mal überall die Türen auf. Schwupp, 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 schwupp. Was mache ich denn da wieder? Das ist doch blöd. Ich will keinen Hüllenschaden nehmen. Dadurch, dass er da irgendwie hier jetzt unser Cockpit auseinander nimmt. Also gehen wir mal direkt wieder raus. Genau. Ach so, oh, das könnten wir vielleicht mal anmachen, ne? Sauerstoff haben wir. Gut. Na, es gibt doch mal direkt ein bisschen Erfahrung. Und dann können wir die Türen bitte zumachen. Ja, ein Angie wäre echt gut gewesen wegen den Reparaturskills. Ja, das ist noch nicht so. Das ist noch nicht so zufriedenstellend für mich. Es ist schade, dass man bei diesen Begegnungen, wenn man geentert wird von der gegnerischen Crew, dass man dann halt gar nichts so bekommt. Aber es gab auf jeden Fall noch ein bisschen Skill. WLP ist schon mal besser. Milo ist auch ganz gut mittlerweile, aber das wird noch. Okay, also es ist ja, es heißt ja without buying at a store. Selling ist ja in Ordnung. Die Frage ist, ob wir die zweite Defense Drone aufheben sollten, falls wir keine Defense Drone Mark II oder so finden. Außerdem, wir müssen irgendwann, das ist auch eigentlich interessant,
wir müssen ja bis Sektor 7, müssen wir auf jeden Fall eine Waffe gefunden haben oder eine Schiffsangriffsdrohne, weil wir nämlich sonst den Endboss nicht plätten können wegen dem Soldenschild. Das wäre eigentlich auch sehr geil. Ach ja, das macht echt Spaß. Okay. Ja. Oh, eine Supernova oder sowas in der Richtung. Ja. Das ist für uns dann recht uninteressant, meine ich. Es ist, kann zweimal schießen, aber wir haben schon Schilde Stufe 3, also da sind wir ihm überlegen. Die Frage ist, ob die Supernova das Ding da platt machen kann. Vielleicht machen wir es auch gerade mal so, dass wir dich mal ans Steuer stellen. Milo geht mal an die Schilde. Weil er kann ja ganz gut reparieren, denke ich. Oh, das Sauerstoffsystem. Genau das, was wir brauchen. Das war super dringend, dass das Sauerstoffsystem jetzt beschädigt wird. Jetzt müssen wir am Ende doch zum Store jumpen. Wenn der jetzt nochmal das Sauerstoffsystem trifft oder das Türensystem, dann drehe ich durch. Okay, Waffensystem ist scheißegal. Was mache ich denn hier? Ah doch, ja, machen wir so gerade. Aber da werden wir einen Hüllenschaden nehmen, denke ich. Oh, doch nicht gut. Jetzt haben wir gerade den Jump. Wir könnten es auch abwarten. Ich würde sagen, wir warten mal noch gerade einen Moment. Wir gucken mal. Ach so, ja, Milo. Hier, dahin und keine Ahnung. Wo ist man hier hin? Sonst können wir immer noch zu dem Store springen, wenn er jetzt nochmal so ein System trifft. Naja, wir haben. Also, das Schiff ist fast im Sack, ne? Mit 3 Crewmitgliedern müssen wir das Ding sogar gelöscht kriegen, ne? Ja, ja. Ich meine, bei der nächsten Eruption müsste das Schiff da ja jetzt platt sein, ne? Der Teleporter, das gefällt mir jetzt nicht so gut. Na komm, geh aus. Sehr schön. Ah, einen müssen wir noch abwarten. Ärgerlich. Aber das machen wir jetzt noch. Ich meine, wir müssen schon wirklich hier alle Chancen, die wir kriegen, wahrnehmen. So, das war's jetzt mit dem Teil. Wir haben einen Hüllenschaden genommen. Ja, optimal. Okay, komm. Und ab auf den Teleporter. Und dann können wir uns nämlich jetzt mal hier noch das Ding hier oben angucken. Haben wir leider keine direkte Verbindung, aber ist in Ordnung. Ja, ja. Wir benutzen den Teleporter. Und, okay, ja, wir kriegen die... Na toll, wir kriegen ein Karten-Update. Perfekt, ja. Unglaublich, ne? Also, das hat uns jetzt wirklich weitergeholfen. Muss ich sagen, da bin ich doch sehr begeistert jetzt von. Komm, bitte lass mich Sprit kaufen. Aber warum sollen wir den angreifen? Wir haben überhaupt nichts davon. Wir können es auch gar nicht angreifen. Wenn wir irgendeine Waffe hätten, dann wäre es irgendwie cool. Aber so, nee, nee.
Nächster Sektor wird sein. Der Rebellensektor, schlage ich vor. Ja, okay. Und dann mache ich jetzt an der Stelle einen Cut und dann sind wir beim nächsten Mal wieder dabei. Und ich freue mich, wenn ihr wieder zuguckt und einschaltet. Bis dann wünsche ich euch alles Gute. Macht's gut, bis dahin. Ciao.